Radio 1. Zwei alte Hasen erzählen von früher. Mit Jan Böhmermann und Klaas Häufer-Umlauf. Mein Name ist Jan Böhmermann, ich moderiere heute die Sendung. Neben mir sitzt Klaas Häufer-Umlauf, er dementiert die Sendung. Ist ja, neues. Richtig, ja. Ich mache das also, ich möchte keine Fehler machen. Und nur wenn nichts macht, macht keine Fehler. Und deswegen mache ich das wie Annette Schavan. Ich schweige und schweige und schweige. Das Schavan-Prinzip heute Nachmittag auf Radio 1. Ich begrüße Sie, liebe Radio 1-Hörer, recht herzlich an diesem beschaulichen, verregneten Herbsttag. Und was haben wir für eine Jahreszeit? Herbst, ne? Herbst, richtig. Aber ich möchte dir vorher noch mal etwas rüberrufen, hier diese paar Zentimeter, die zwischen uns liegen. Ja. Soll uns nicht davon abhalten, trotzdem zärtlich miteinander zu sein. Ich hab dich gern. Jan, ich knutsch dich ganz oft, ganz, ganz viel von ganz weit weg. Bis zum Mond und wieder zurück. Und dann von wenn du wieder zurück bist, wieder zum Mond und so weiter. Ganz so doll habe ich dich lieb. Klaas? Ja. Weißt du, was das Thema unserer Sendung heute ist? Also ich vermute mal, wie das immer so ist, hat sicherlich einen politischen Aspekt. Aber davon haben wir doch gar keine Ahnung. Nee, das ist ja egal. Ist deswegen, egal. Heute das Thema bei Radio 1, liebe Radio 1-Hörer. Und Sie können sich natürlich wie immer fleißig beteiligen. Der Superwahlsonntag Kids. Genau, das ist ein bisschen nach dem Prinzip, was wir gestern Abend sahen. Das ist dann nicht so erfolgreich. Es hören also nicht so viele Leute zu, wenn man dem Format von gestern Abend etwas folgt. DSDS Kids, ja. Aber das ist nicht so schlimm, denn es hat substanzielle Qualität, wie Sie das gewohnt sind von zwei alte Hasen erzählen von früher. Und deswegen heute hier zwei alte Hasen erzählen von früher. Kids, der Superwahlsonntag. Wen hast du gewählt in Frankreich? In Frankreich? Marine Le Pen. Oh, das ist doch ein Nazi. Obwohl, ist ein französischer Nazi eigentlich genauso schlimm wie ein deutscher Nazi? Ja, ich frage mich sowieso, wie das mit der Identifikation dann ist. Fühlen die sich auch so falsch geboren? Findet ein französischer Nazi denn auch Hitler gut? Oder? Das weiß ich auch nicht so richtig. Der Franzose kann doch kein H aussprechen. Das muss ja unglaublich schwer sein als französischer Nazi. Aber das wär nicht so. Dann würde es halt quasi heißen, als würde ein jemand, der Hitler heißt, sehr, sehr schnell irgendwo hinkommen müssen. Eitel Hitler. Ein Hitler. Ja, das ist Quatsch, ne? Ich glaube, man muss sich eigene suchen. 0331 Papa. 70 99 111 ist die Telefonnummer in den kommenden zwei Stunden. Sie können anrufen, wenn Sie beispielsweise heute in Schleswig-Holstein gewählt haben. Es kann ja sein, dass wir Schleswig-Holsteiner in Berlin und Brandenburg zurzeit haben, die dorthin gefahren sind, um zu wählen. Na, man kann ja auch tatsächlich Leute nehmen, die eben nicht gewählt haben, weil ich glaube, das ist eher die Regel, wenn man nach Schleswig-Holstein schaut. Ich habe auch nicht gewählt in Schleswig-Holstein. Nee, ich auch nicht. Ich wusste auch gar nicht, was wird da überhaupt gewählt? Mittlerweile wird dort, also es gab ja früher immer den Spruch, wer nicht wählt, wählt extrem. Das mittlerweile gilt nicht mehr. Wer nicht wählt, wählt FDP mittlerweile. Mehr dazu gleich, liebe Radio 1-Hörer. Erstmal wählen Sie bitte 0331 70 99 111 und alles Weitere besprechen wir dann gleich persönlich. Cool. Reggae in Radio 1 ist dit geil. Radio 1 nur für Verwachsene. Das Thema der Woche. Der Superwahlsonntag. Heute wird gewählt in, wie heißt das Land nochmal links von uns? Wie, links von uns? Ganz links von uns? Ja. Ganz links, ganz rüber ist Niedersachsen. Niedersachsen. In Niedersachsen wird gewählt und in Schleswig-Holstein wird auch gewählt. Die wählen heute alle einen König. Und Sie, liebe Radio 1-Hörer, dürfen zum einen uns aufklären politisch, denn wir haben natürlich davon absolut keine Ahnung. Superwahlsonntag Kids ist auch das Untermotto, denn wir sind beide erst 14, wir haben noch nie gewählt. Aber wie schade das ist, ne? Das rasende Buffet wird abgewählt. Wolfgang Kubicki? Nee. Peter-Harry Carstensen. Ach, Peter-Harry Carstensen. Stimmt, den habe ich ja ganz... Hat er eigentlich mittlerweile eine Lebenspartnerin gefunden? Das weiß ich nicht. Bin da gar nicht up to date. Ja, ist er denn bei Facebook eigentlich? Ich gucke direkt mal nach. Das ist in Schleswig-Holstein auf jeden Fall die erste Möglichkeit, als Politiker so ein bisschen Kontakt zu kriegen, auch zur Jugend. Ne? Darum geht's ja. Also Verjüngung, ein bisschen entgegenarbeiten und so. Und ja. Da gab's ja einige. Ich habe jetzt gerade hier gelesen, ne, mal was anderes, jetzt keine Politikerin in dem Sinne, sieht aber so ein bisschen vom Hautton und von dem, was sie so anhat, aus wie eine FDP-Politikerin. Natascha Ochsenknecht sagt, ach, guck mal an. Sagt ich in der Zeitung, ich bin kein Mensch, der Hormone einwirft und aus dem Alter, in dem man vom Angucken schwanger wird, bin ich auch raus. Ja, liebe Natascha Ochsenknecht, du bist bald sowieso raus aus dem Alter, wo man schwanger wird. Ist vielleicht auch besser so. Ja. Im Sinne von, ist vielleicht auch besser so. Kriegt die mal weil sie hat ja schon drei Kinder, glaube ich. Ja, drei. Und den Freund noch, der ja nicht unwesentlich älter ist. Genau. Ja. Klaas, wir entfernen uns zu weit vom Thema. Wir haben eine Anruferin in der Leitung, sie heißt Carina und kommt aus Schleswig-Holstein. Ja. Carina, ist das richtig soweit? Das stimmt. Wo genau ist Schleswig-Holstein, kommst du denn her? Vom Rand der Republik, ganz im Norden. Oh, da so Husum oder noch nördlicher? Noch nördlicher. Also Flensburg, wo die Führerscheine ihren Urlaubsantrag stellen. Ach, guck mal, das ist Flensburg. Schön. Ja. Das ist ja das Örtchen, aus dem auch die Band Echt kommt.
Das stimmt. Ja, kennst du Stars? Hast du den Kim Frank mal gesehen? Also passt er noch durchs Stadttor? Mhm. Muss ich leider passen. Die habe ich noch nie gesehen. Hm. Ach Mensch. Obwohl, als Flensburgerin ist es eigentlich seltsam, dass du Kim Frank noch nicht mal mit ihm im Bett gelegen hast. Oh ja, aber der ist mir ein bisschen zu jung, muss ich sagen. Das sieht man nicht mehr so. Das hat sich verwachsen mit den Zungen. Der ist mittlerweile älter als du. Ja. Durch die reine Körpermasse. Er war mal quasi 14 und dann hat er sich halt gewichtsmäßig verdoppelt und schlagartig 28 geworden. Und jetzt ist er halt 28 und halt mal 2, ne? Kann ich jetzt aber so schnell nicht ausrechnen. Carina, du hast halt gewählt. Oder nein, ich habe noch nicht. Ich gehe gleich. Nein. Auf jeden Fall. Wie spät ist es denn bei euch? Gibt es da Zeitverschiebung? Also mein PC sagt 16.14 Uhr. Ah, das ist genau bei uns. Mein Apple sagt 14.03 Uhr. Der ist ein bisschen schneller, der Apple. Ja, das geht vielleicht. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ihr ein bisschen weiter im Osten seid. Also, das mag sein, ja. Das ist genau. 20 Jahre und 2 Stunden Zeitverschiebung. Möchten aber natürlich wissen, du gehst also gleich in eine Grundschule deines Vertrauens und wirst dein Kreuzchen machen? Nein, ins Gesundheitsamt. Ins Gesundheitsamt, schön. Habt ihr keine Schulen da bei euch? Nee, normalerweise macht man das auch in Schulen. Bitte bringen Sie Ihre Wahlbescheinigung und Hepatitis mit. Ja, so ungefähr. Nein, das soll ja auch für Rollstuhlfahrer zugänglich sein. Und das alte Wahllokal war nicht so geeignet dafür. Und das war eine Grundschule. Ah, bist du Rollstuhlfahrerin? Nein, bin ich nicht. Glücklicherweise. So, und auf welche Partei wird denn heute deine Stimme bekommen? Lass mich raten. Das ist ja eine geheime Wahl. Ja, es macht ja nichts. Aber ist es auch eine mit einem Rollstuhlfahrer? Oh. Ich glaube, in allen Parteien sind Rollstuhlfahrer. Naja, ja, aber ich sage einen prominent Platzierten, der bald Europapolitiker wird. Europameister wird. In der Ukraine. Nee, ich wähle da ein bisschen anders aus. Es ist ja jetzt die Kindersendung und ich habe mir überlegt, ich wähle einen Kandidaten oder die Partei eines Kandidaten, mit dem ich zusammen in der Sandkiste gespielt habe. Ach, jetzt wird's ja interessant. Ja. Jörg Taus? Bitte? Was? Nee, nix. Aber das kann ja nur sein, Norbert Bagira Röttgen. Halb Mann, halb Panther. Ich weiß nicht, wie alt Röttgen ist. Bitte? Nein, der ist es nicht. Norbert Röttgen tritt aber gar nicht an, stell dich heute ein Glas. Nee, eben. Also es muss ja schon einer sein, der auch antritt. Norbert oder Hannelore Kraft? Nee. Nein, auch nicht. Das ist zu weit west. Oder Franz Josef Strauß? Tot. François Hollande? Du wählst also die CDU in Schleswig-Holstein? Ich wähle Joste Jager, ja. Ist das so eine Partei in Schleswig-Holstein, wo so der Common Sense herrscht, dass man die ruhig wählen kann? Weil, ach, CDU, ich meine, wir sind ein Land mit viel Bauernhöfen, da wählt man halt CDU. Genau. Ist so, ne? Das spielt noch eine Rolle, richtig? Ja, das würde man in Berlin niemals machen. Weil es da zu wenig Bauernhöfe gibt? Ja. Aber das ist anders bei uns. Aber das ist tatsächlich, also du kennst diesen Menschen also persönlich, du weißt, wie er tickt und zwar von Sekunde 1 letztendlich. Und was sind denn die Vorteile, die du daraus ziehst? Also was sind zum Beispiel Sachen, die man nicht mitbekommt in so einem Wahlkampf, die du aber weißt, wo du jetzt sagen würdest, das spricht für den? Riecht er gut vielleicht, oder? Der tolle Zähne. Daran kann ich mich nicht mehr so genau erinnern. Also ich würde sagen, er hat einen Humor, den er jetzt leider nicht so raus. Ach so, er hat einen Humor. Das ist ein bisschen bedauerlich. Ja, das ist aber wichtig bei euch, ne? Also ich glaube in Schleswig-Holstein, wenn man sich so anschaut, wer da alles so war, da waren ja die verrücktesten Leute, Ministerpräsident hier, Heide Simonis und so. das gehört auch wirklich dazu, also die mittlerweile leider verrückt geworden ist und deswegen nicht mal mehr in Talkshows darf. Aber es waren ja immer schon so ein bisschen von Uwe Barschel immer so Leute, die so einen gleichen Humor einschlagen. Kult, hatten, ne? Kultministerpräsidenten eigentlich. War nicht Werner auch mal Ministerpräsident oder Brösel? Er hielt sich vielleicht dafür oder wäre es gerne geworden. Nein, aber das ist er leider nicht. Aber wie wichtig ist Humor denn da oben? Ganz wichtig. Aus der Not heraus, ich meine, oder? Das Wetter ist relativ schlecht. Ihr habt alle geschwitzt in den letzten Tagen und Wochenenden. Woher weißt du das denn? Und war immer kalt. Mhm. Und da muss man ja irgendwie dagegenhalten und da ist Humor wichtig. Ja, spart man da auch viel ein, weil Peter-Harry Carsten sind nicht mehr wieder überall das Buffet bei der Eröffnung der neuen Kreissparkasse auffrisst? Ich glaube, das ist einkalkuliert. Mhm. Ja, immer. Ja, der muss ja jetzt auch so eine Art Ehrensold in Brötchen kriegt er wahrscheinlich jetzt, ne? Ja. Wenn er jetzt abdankt, dann kriegt er jeden Tag was geliefert nach Hause vom Dönermann, so, aber vom Staat bezahlt. Ja. Also, er hat doch eine Frau, die wird ihn sicherlich bekochen. Ja, um das sicherlich Thema auch nochmal auf den Tisch zu bringen. Ja. Carina, da wart ihr ja gerade eben nicht ganz so oft. Zack, nein, der ist verheiratet. Hat doch ist mittlerweile ganz junge Gattin. Bei Facebook kennengelernt. Ja, wie alt ist sie? 14? Deutlich jünger. Ich glaube irgendwie so 15? Anfang 40. Anfang 40? Ja, wie alt ist der denn dann? Na, er ist im Rentenalter.
Ach so. Er ist also 67. Ja. Ja. Und die, was ist eigentlich mit Christian von Bötticher? Sieht man den da manchmal noch abends um die Realschuhe schleichen? Oder also gibt's den noch? Ihr seid ja böse. Ja, wieso? Ja, warum? Entschuldige. Und schleicht dann nicht um die Realschuhe. Hat sich jetzt mittlerweile auf Hauptschulen spezialisiert. Ist einfacher. Genau, die können nicht schreiben und dann kommt's nicht raus bei Facebook. So gemein. Carina, also wähl die Partei von Christian von Bötticher, also auch im Gedenken an ihn, damit er quasi zumindest so einen kleinen Gruß noch bekommt. In was macht Christian von Bötticher eigentlich, außer bei Facebook rumlungern? Keine Ahnung, sie steht irgendwie wahrscheinlich mit einer Rose im Hosenschlitz am Hauptbahnhof und wartet aufs Blind Date. Carina, dann wähl du jetzt mal die CDU. Wir müssen jetzt gleich die gleiche Zeitspanne Werbung für die SPD machen und dann für die Grünen und für die Piratenpartei und für die Linke, weil du uns jetzt hier durch deine Parteiempfehlung in Teufelsküche gebracht hast. Du weißt, wir sind öffentlich-rechtlicher Sender. Ihr habt gefragt und ich hab's gesagt. Ja, das stimmt. Es ist nicht dein Problem. Wir müssen jetzt zusehen, wie wir 2 Stunden voll kriegen. Aber wie wir 2 Stunden voll kriegen, das ist eine große Aufgabe. Und übrigens ist das keine Ausrede zu sagen, ihr habt gefragt und ich hab's gesagt. Wenn wir fragen, kannst du mal das Horst-Wessel-Lied singen und du das dann singst, ist es trotzdem immer noch strafbar. Deswegen immer vorher überlegen, was du machst. Oder wenn du ich kenne das überhaupt nicht, nur vom Namen her. Das Horst-Wessel-Lied, Carina, Klaas, ganz kurz, das Horst-Wessel-Lied, gleich sprechen wir weiter, kommt jetzt erstmal in Radio 1. Ach, das ist schön, da freue ich mich gerne. Aber gerne. Endlich mal was zum Schunkeln. Ciao. Und Don Sonnemann. Klaas? Ja, was ist denn los? Was? Du, Klaas, herzlich willkommen auch dir nochmal zurück bei Radio 1. Oh, 2 alte Hasen erzählen von früher eine Sendung unter dem Motto Pyrotechnik legalisieren, Emotionen respektieren. Ja, richtig. Genau, das ist das Motto heute der Show. Gerade in so politisch aufreibenden Zeiten muss man sich klar positionieren und da gehören manchmal auch, die Parole, der Vorwurf der Parole lasse ich mir gefallen, aber schmissige Wahlkampfslogans wie der gerade eben, muss sein. Genau. Eine Sendung, die natürlich sich heute auch um ernste Themen kümmert, denn ich glaube, gestern gab es eine furchtbare Demonstration von Piratenparteianhängern vorbei an der Parteizentrale der FDP und wenn ich das richtig verstanden habe, hat die Piratenpartei Karikaturen von Philipp Rösler und Patrick Döring hochgehalten, woraufhin viele, also 3 bis 4 FDP-Anhänger nicht anders konnten, als sich gegenseitig und dann sind die halt auf die Polizisten losgegangen und da war was los gestern. Ja, genau. Das war, also man überlegt jetzt, ob einfach Polizisten auch Messer haben sollten. Man will ja nicht mal gleich schießen. Ich war übrigens zu diesem Thema eingeladen bei einer Talkshow am kommenden Dienstag. Ich kann auch sagen, sag ruhig bei wem, bei Lanz. Hat er mich angefragt. Lanz ist auch mittlerweile ein Sport, ne? Ja, angefragt zu werden, ne? Ich wurde angefragt und ich habe aber abgelehnt, weil Wolfgang Kubicki da sitzt in der Sendung. Ja, wieso? Du hast doch viele gemeinsame Hobbys mit Wolfgang Kubicki. Zum Beispiel, dass du abends gerne Kriegsfilme schaust zum Wegdämmern. Ja, wir haben beide einen Bart. Ja. Vielleicht können die sich unsere beiden Bärte so klettverschlussartig ineinander hätten sich verhaken können. Aber ich habe abgesagt, aber wegen Wolfgang Kubicki. Ich gebe das auch gerne zu, wegen Wolfgang Kubicki. Aber wieso, weil du das Gefühl hast, der ist schlagfertiger als du, oder? Das wollte ich gerade sagen. Er stiehlt mir die Show. Das ist, deswegen versuchen wir auch mal zu vermeiden, beispielsweise in Sendungen gemeinsam zu sein, damit keiner von uns schlecht aussieht dabei. So wie heute. Fuck. Du hast es wieder geschafft. Ja. Wolfgang Kubicki wird ja auch von seinem besten Kumpel, der heißt Fadi. Ne? Fadi wird er genannt, Fadi. Und von dem wird er Wölfi genannt. Ja. Und Wölfi und Fadi, die gucken abends immer Kriegsfilme zum Einschlafen. Oh, das ist ja schön. Band of Brothers oder so. Der kriegt also zu jedem Geburtstag, zu jedem Weihnachten und so, kriegt Wolfgang Kubicki von allen Leuten, die ihn kennen, was ja einige sind, immer Kriegsfilme geschenkt. Der kennt alles und je nachdem, wie er sich an dem Tag fühlt, so wählt er dann quasi auch entweder die Schlacht oder die Erzählweise oder auch die Heldenidentifikation aus. Ja? Und wenn er sagt, oh, heute bin ich richtig fertig, dann macht er schon mal Band of Brothers und dann sitzt er an seinem Fernsehstuhl, zieht sich was Legeres an, säuft mit Fadi, dann wird nicht geredet und nur geballert und ein richtig guter Tag ist dann, wenn man unter so einer Gewehrsalve irgendwann so müde ins Land der Träume abgleitet. Das heißt, Wolfgang Kubicki ist auch schon ein Kriegsfilm-Fan, der mittlerweile gar nicht mehr, der schon so abgestumpft ist, dass er nicht mehr Antikriegsfilm sagt, wie die Dinger ja eigentlich heißen. Das sind ja mal Antikriegsfilme. Das letztendlich ist ja auch seine Begründung. Also wer Soldaten nach Afghanistan schickt, der soll erstmal alle Filme angucken, die Wolfgang Kubicki zu Hause hat, dann würde man sich das nochmal und so weiter. Aber man kann nicht so richtig verhehlen, dass er das schon irgendwie ganz geil findet und sich damals für eine Frau entschieden hat und deswegen so rumgetrickst hat beim Kreiswehrersatzamt und deswegen ausgemustert wurde, sich irgendwie Tabletten geholt hat. Deswegen musste er nicht zur Bundeswehr für eine Frau, Renate, die er dann aber wieder verlassen hat nach einer Zeit. Was gibt's Neues aus dem Internet, Klaas? Richtig gut, dass du mich fragst zum Thema Wolfgang Kubicki. Ich habe gerade mal bei Facebook nachgeschlagen. 200 Personen gefällt das, in Bezug auf also Wolfgang Kubicki, Person des öffentlichen Lebens, 200 Personen gefällt das und 5 sprechen gerade darüber. Über was? Wolfgang Kubicki. Über Wolfgang Kubicki sprechen jetzt gerade 5 Personen, mit uns sind 7.
7 Leute sprechen über Wolfgang Kubicki. Das ist abgefahren, ne? Wolfgang Kubicki, ich finde, das ist so ein bisschen so ein Hans Dampf, weißt du, so ein kerniger Typ, der auch so einen gewissen Sinn für Humor hat, so eigentlich jeden Meter mit dem BMW fährt. Ganz kurz, bist du dir sicher, dass er nicht Wolfgang Kubicki heißt? Ja, ist echt peinlich. Ne, das wäre, also, das wäre jetzt vor allen Dingen zu spät. Also, das müsste man vor allen Dingen der FDP in Schleswig-Holstein mal sagen. Die werben ja mit. Ach du Scheiße, ich glaube, der heißt Wolfgang Kubicki. Ja, ist das, oder? Wolfgang Kubicki. Wir klären das nach der nächsten Musik. Radio 1. Zwei alte Hasen erzählen von früher. Mit Jan Böhmermann und Klaas Häufer-Umlauf. Servus. Ja, richtig. Das Thema heute am Sonntag, Superwahlsonntag, Kids. Und passend zur Wahl in Frankreich moderiert diese Sendung heute ein bumsgeiler Gartenzwerg und ein Buchhaltertyp mit dem Charme eines Telefonbuchs von 1997. Ein leptosomer Mensch in einem schlecht sitzenden C&A-Anzug. Hier sind Nicolas Sarkozy und Françoise Hollande und das ist Musik. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind heute. Zwei alte Hasen erzählen von früher hier auf Radio 1 mit dem Thema Wie 50 ist Campino als, naja, Subthema. Hauptthema ist natürlich der Superwahlsonntag. Heute ist es soweit, Schleswig-Holstein und ein Land, das ein ähnliches Bruttosozialprodukt vorweisen kann, Griechenland und Frankreich. Heute wird gewählt und wir fragen mal, natürlich, was wählen Sie? Können die alle das Gleiche wählen oder wie funktioniert das jetzt? Warum denn jetzt diese drei Länder heute an einem Tag? Ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, vielleicht teilen sie was, vielleicht arbeiten die mit derselben Druckerei zusammen, die irgendwie die Wahlzettel herstellen oder so. Also es muss ja irgendeinen Mehrwert wird es schon geben. Synergien, das ist auf mittlerweile europapolitischer Ebene gar kein Problem mehr. Die halten alle zusammen, arbeiten Hand in Hand, da weiß jeder, was er tut. Das ist eine riesengroße Maschine mit ganz vielen kleinen Zahnrädern, die perfekt funktioniert. Europa. Wenn Sie heute schon gewählt haben, entweder in Griechenland, Frankreich oder in Schleswig-Holstein, liebe Radio 1-Hörer, oder nur gerne da wählen möchten, vielleicht haben Sie jemanden angewählt, eine Telefonnummer angewählt in Griechenland, Frankreich oder Schleswig-Holstein. Auch das reicht schon, um teilzunehmen an unserer Sendung 0331 70 99 111. Ihr Applaus, der Applaus des Publikums ist das Brot des Künstlers. Ihre Anrufe sind der Treibstoff dieser Sendung. Und wenn Sie nicht anrufen, dann, nun ja, stottert der Motor, liebe Radio 1-Hörer. 0331 70 99 111. Solange Sie nicht anrufen, kümmern wir uns um das Subthema des heutigen Tages. Wie 50 ist Campino? Ja, Klaas, frage ich dich doch mal zuerst. Wie 50 ist eigentlich Campino? Ja, schon, also ziemlich, und zwar schon seit 20 Jahren, ne? Oder? Also so kommt es mir vor. Wen findest du eigentlich cooler? Campino oder Bela B. von den Ärzten? Ich finde, heißen die nicht alle noch, bei den Toten Hosen heißt die nur so Knuddel, Puddel, Muffel, Knippi, Bulette. So heißen die doch dann. Stoppelmuffelhof. Ne? Das finde ich lustig. Wölli. Das finde ich lustig. Wölli, Knuffelmuffel. Finde ich lustiger als Rott oder ich fahre in Urlaub. Ruddel. Ruddelmuddel. Wer spielt denn Bass eigentlich bei den Toten Hosen? Wölfi. Wölfi. Kubicki. Oder Wölfi von den Kassierern. Campino ist 50 Jahre alt. 50 Jahre, ein halbes Jahrhundert Campino. Und immer noch bessere Reime als Revolverheld. Meistens. Wen findest du denn cooler? Revolverheld oder die Toten Hosen? Ich finde Klaus Lage immer noch unbenommen den besten deutschen Klaus Lage Texter. Featuring Culture Candela. Das ist unschlagbar. Da Pop meets Klassik. Das ist für mich fast besser als David Garrett alleine. So viel also zum Unterthema. Wie 50 ist eigentlich Campino? Gehen wir wieder zurück zum eigentlichen Thema. Heute ist Superwahlsonntag. Kids. Das Thema bei Zwei alte Hasen erzählen von früher. Das bedeutet, Sie können anrufen, wenn Sie Kinder haben und gewählt haben, wenn Sie gewählt haben, Kinder zu bekommen oder wenn Sie versehentlich Kinder gekriegt haben mit einem FDP-Spitzenkandidaten oder einem ehemaligen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten in Schleswig-Holstein, weil Sie sich im Steigenberger irgendwas reingesetzt haben, was aussah wie... Wie eine 16-jährige scharfe Facebook-Freundin. 0331 70 99 111. Was macht eigentlich Christian von Bötticher? Christian von Bötticher, keine Ahnung, weil mittlerweile ist er Privatmann, da darf man tun und lassen, was man möchte. Privatier. Das ist so ähnlich wie bei Müntefering. Der durfte dann ja irgendwann, als er nicht mehr Parteivorsitzender war, auch mit seiner 18-jährigen Freundin zusammenbleiben, ohne dass es politische Verwehung gab darum. Ja? Ich habe versucht, Christian von Bötticher mal interessehalber bei Facebook zu suchen, aber ich bin absolut auf nichts gekommen. Es gibt niemanden, der auch nur annähernd Christian von Bötticher heißt bei Facebook. Er ist es auf jeden Fall nicht. Nee, also so Fanseiten gibt es jede Menge, aber nicht den echten Christian von Bötticher. Vielleicht hat er einen Alias. Ja, das kann natürlich sein. Aber ich finde sowieso, du hast gerade von Kindern gesprochen. Ich habe eine schöne kleine herzensberührende Geschichte erlebt. Vor ein paar Tagen war ich in Rinteln. In Rinteln? Weißt du, wo das ist? Jetzt ist im Weserbergland doch, oder? Ja, richtig, genau. Ja, du kennst dich aus. Ja. Also schöne Fachwerkhäuser und aber an der Bushaltestelle dieselben Asis wie überall. Ja. Und dann bin ich da vorbeigelaufen.
Und dann hörte ich also, wie eine Mutter da saß und da stand so ein Kinderwagen und da hing die Tasche dran von der Mutter hinten am Griff. Und zwei so Kinder, einer vielleicht 3, einer 5, ja, beide kurzgeschorene blonde Haare, hinten aber so ein kleines Schwänzchen, was schon heißt Sozialprognose. Wahrscheinlich nicht viel besser als die Jackson 5. Ja, wenn Mama und Papa in der Kneipe sind, passt dann SpongeBob auf die Kleinen auf, ne? Richtig. Und Sebastian der Seestern. Und die beiden standen da also. Und traten immer so gegen diese Handtasche gegen diese Handtasche von der Mutter. Und die Mutter sagt immer, mach dir die Handtasche kaputt. Und die Kinder, ja, genau, mach dir die Handtasche kaputt. Und so ging das eine Viertelstunde. Mach dir die Handtasche kaputt. Ja, Mama, machen wir. Und dann lief der weg und dann kam der Bus und dann sagt sie, Menowin, jetzt komm aber zurück. Das Kind hieß wirklich Menowin? Das Kind hieß Menowin. Und ich bin hingegangen, weil ich wollte Kontakt aufnehmen. Und ich bin hingegangen und hab gesagt, dieses Kind, das da, mit diesem kleinen blonden Zöpfchen, heißt das Menowin? Ja, das heißt Menowin. Ist das ein Name, der in ihrer Familie Tradition hat? Hieß der Opa vielleicht schon Menowin? Ja, ich habe immer gehofft, dass es quasi irgendwas gibt, was das noch erklären könnte. Nein. Es wäre der erste Menowin in der Familie. Und nach wem war er benannt? Nach Menowin Fröhlich. Nach welchem Menowin der Kulturgeschichte war er benannt? Nach dem Menowin Rau, dem ehemaligen Bundespräsidenten. Oder Menowin Herzog. Oder war es dann doch Menowin Völler, der ehemalige Bundespräsident? Nein. Bundestrainer? Bundestrainer, richtig, genau. Nee, es war tatsächlich Menowin Fröhlich, der sympathische Hip-Hop-Beluga mit den abrasierten Augenbrauen und dem Tribal im Nacken. Und der günstigen Sozialprognose. Und der günstigen Sozialprognose, der lange Zeit im Knast gesessen hat und es trotzdem geschafft hat, andere schmuggeln Drogen rein und raus. Er hat es geschafft, eine Single rauszuschummeln aus dem Knast. Ja. Waiting for Christmas, wenn man eh warten muss, ne? So, und der saß da also und tatsächlich, also es gibt Leute, da muss man jetzt aufpassen. Ich finde auch so als Kindergärtner, wenn man sich jetzt entscheidet, Kindergärtner zu werden, ja. Erzieher heißt es, ja, oder Lehrerin an der Grundschule, da muss man jetzt aufpassen, weil jetzt langsam ist quasi die Zeit angebrochen, in der Kinder, die damals nach Menowin Fröhlich benannt wurden, in die Schule kommen. Ach du Scheiße. Und da ist natürlich Name Programm. Und ich würde das wirklich als Entscheidungsgrundlage, wenn ich jetzt ein Referendar wäre oder so und jetzt noch die Möglichkeit habe, nochmal umzudrehen. Jetzt kommen die ganzen Menowins und wie hieß der andere, der Graf Zahl mit dem Hut auf? Keine Ahnung. Der gewonnen hat? Mersat Marashi. Die kommen jetzt alle, die Mersats und Menowins kommen jetzt in die Schule und machen uns das Leben schwer. Dazu ergänzend möchte ich noch eine kleine Geschichte erzählen, die wesentlich unpointierter ist und noch unlustiger als deine, Klaas. Aber ich habe kürzlich Freunde hier gehabt. Also ich will nicht sagen Freunde, sondern entfernte Bekannte. Und sie hatten zwei Kinder, zwei sehr kleine Kinder. Diese Bekannten kommen aus, ich sag mal, dem gutbürgerlichen Schwabenmilieu in Berlin und haben da eine riesige Eigentumswohnung für 400 Euro, monatlichen Abtrag, war riesig groß, in einem ganz tollen Viertel, komplett gentrifiziert bis zum Anschlag. Und der Erziehungsstil ist sehr anti-autoritär und man gibt den Kindern, dem Zweijährigen und der Dreijährigen, sehr viel Verantwortung. Und dann wurde morgens beim Bäcker gefragt, den kleinen Kilian, der ist 2 Jahre alt, der kleine Kilian durfte entscheiden, welche Brötchen gekauft oder ausgesucht. Er dürfte aussuchen. Kilian, welche Brötchen möchtest du denn essen? Und Kilian hat dann für die komplette Mannschaft Brötchen ausgesucht. Also für 5 Erwachsene und 2 Kinder. Was Kilian, gab's? Es gab Schokocroissants, Laugenbrötchen und einen Obstplunder. Zum Frühstück. Naja, also anders kaufe ich auch nie ein. Ich bin feste Überzeugung, dass Erziehung wieder zurück, wir müssen wieder zurück und ich möchte, dass danach nichts mehr gesagt wird. Wir müssen wieder zurück zur Gewalt. Ja, das hatte doch schon damals, wer hat das gesagt, Loki Schmidt, eine Ohrfeige wirkt mehr als 1000 Worte. Wusstest du, dass Loki Schmidt am selben Tag gestorben ist wie Paul der Oktopus? Wirklich. Der bei der WM die Spiele vorher gesagt hat? Die sind beide gemeinsam gestorben, ja. Man sagt der Oktopus nach, dass sie sehr intelligent sind und die haben mehr Arme zum Rauchen. In diesem Sinne. Klaus Häufchen, Einlauf und Jens Böhmermann. Böhmermann. In Radio 1 um 16 Uhr. 49 Minuten, es ist genau 11 Minuten vor 5. Hallo. Hallo Thorsten Schorn, auch wieder in der Leitung. Ja, hallo, Klaas, grüß dich. Ja, sorry, sind gerade zwei aufgeregte Theologen ins Studio reingerannt. Ach, guck mal. Und streiten sich fortwährend und sehr lauthals darüber, ob es denn nun wirklich so ist, dass Loki Schmidt, weil sie am selben Tag wie Krake Paul gestorben ist, nun im Oktopushimmel sitzt und raucht oder im ganz normalen Menschenhimmel. Aber zur Befriedigung der Situation würde ich jetzt mal sagen, die Herren,
Die Wege des Herrn sind und bleiben unergründlich. Dementsprechend möchte ich Sie bitten, das jetzt abzubrechen. Wir haben hier ein Thema, nämlich den Superwahlsonntag. Kids! Das ist das Thema heute bei Radio 1 und ich darf Sie bitten, liebe Radio 1-Hörer, noch einmal zu wählen, auch wenn Sie heute noch nicht gewählt haben. 0331 70 99 111. Wir sollten den Aufruf zum Anrufen immer mit einer Fragestellung verknüpfen, Klaas, die Leute dazu bringt, anzurufen. Oder halt mit einem Gewinn. Mit einem Gewinn. Wie viel hast du dabei? Wie viel Geld hast du dabei? Cash. Ja. Immer so 400 bis 500 Euro habe ich im Portemonnaie. Ja, oh, ist das Bushido-mäßig. So, wolltest du noch einen Flachbildfernseher kaufen später? Ich misstraue Kreditkarten und EC-Karten generell. Ich bin nur Bares, ist Wahres für mich. Und ich würde sagen, wir verlosen all das Geld, was wir in unseren Portemonnaies haben. Wie viel hast du denn dabei? Ich habe nicht mal ein Portemonnaie dabei, ich habe ja einen ganz bequemen Jogginganzug heute an. Ach, der Jogger. Ach, guck mal, heute Marzahntage bei Häufer Umlaufs. Du, also ganz schön. Ich habe aber so einen richtig schönen Jogginganzug. Und ich habe mir überlegt, warum eigentlich, habe ich diese Jahre zuvor einfach weggeworfen? Ja. Habe ich mein Leben weggeworfen, indem ich immer in Jeans und Hemd überall hingegangen bin? Jogging-Sachen, das ist es. So ging mir das vor kurzem mit Unterhosen. All die Jahre habe ich mich zwängen lassen von irgendwelchen H&M-Designern in irgendwelchen Stoff, der unter der Jeans ist. Obwohl ich ja quasi bedeckt bin, warum soll ich noch was drüber anziehen? Seit einem halben Jahr keine Unterhose mehr. Ich bin ein völlig neuer Mensch. Das sind die Aldi-Jahre, von denen Jan Böhmermann da gerade spricht. Genau. Und das Doofe ist allerdings, dass die Hosen, die Jeans jetzt immer so schnell dreckig werden, von innen zum ersten Mal. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist das trotzdem einfach ein tolles Gefühl, ohne Unterhose rumzulaufen, finde ich. Ziehst du dann jeden Tag eine frische Jeans an? Oder? Nee. Erst wenn man quasi den Schmutz durch den Stoff durchsieht. Ach ja, man kann es ja auch machen, Unterhosen wechseln, wie früher bei der Bundeswehr. Also Müller mit Schmidt und Meier mit Lobenau, ne? So. Was? Man muss sich ja nicht selber eine neue, man kann ja also untereinander auch wechseln. Warst du beim Bund, Klaas? Erzähl doch nicht, du bist doch viel zu klein. Ich war doch nicht beim Bund. Ich wurde ausgemustert wegen Zwergenwuchs. Ich habe meine Verweigerung aus dem Internet zusammenkopiert zwischen zwei Sessions Counter-Strike und Call of Duty und habe gesagt, dass ich mit Waffen nicht so gut kann. Ich habe tatsächlich, ich muss wirklich sagen, das war mein jugendlichster Moment, glaube ich. Ich habe auch so angefangen, das zusammenzukopieren und dann irgendwann, während ich das so geschrieben habe und während ich mir dann so die einzelnen Elemente und Bausteine zusammengeholt hatte, dann habe ich auf einmal so einen brennenden, wie nur ein 15-, 16-Jähriger entwickeln kann, so einen brennenden Pazifismus entwickeln und dachte, ja genau, das stimmt und Krieg ist auch scheiße. Kann auch sein, dass einfach nur eine Blasenentzündung war. Ja, das kann sein, aber es hat sich gut angefühlt und ich habe dann unten vor der versammelten Familie meine Antikriegsrede vorbereitet. Da war eine Stimmung, das muss man sagen, wie auf den Studentenprotesten. 0331 70 99 111. Kommen Sie mit in Klaas Häufer Umlaufs Jogginghose. Rufen Sie an. Es geht heute ums Thema Superwahlsonntag. Wem gönnen Sie den Sieg in Frankreich, Griechenland und Schleswig-Holstein? Ich darf meine Präferenz schon verraten, ganz klar der FDP. Ja. Ich finde, der FDP ist viel Unrecht angetan worden. Ja. Hauptsächlich durch den neuen Parteivorsitzenden und durch sich selbst, ja. Aber auch durch andere. Ja. Und ich hoffe, dass die FDP in allen drei Ländern die absolute Mehrheit holt. Was muss man denn für ein Gefühl haben, jetzt mal so als FDP-Politiker, wenn man so auf dem Parteitag denkt, Mensch, der Brüderle ist der coolste von uns. Was ist das für ein Gefühl? Da muss man doch irgendwie, da muss doch das schlechte Gewissen nochmal Pfötchen geben, oder? Wenn Sie das Gefühl nachempfinden wollen, wie es ist, Rainer Brüderle für den allercoolsten zu halten, dann nehmen Sie einfach drei Tetrapacks Lambrusco, trinken Sie die und dann wissen Sie sich, wie man sich fühlt, wenn man findet, dass Rainer Brüderle der coolste im Raum ist. So, und jetzt gibt's erstmal Kulturnachrichten und eine Musik in Radio 1 und dann hören wir uns gleich wieder. Und wenn Sie nicht anrufen, dann gibt's was auf die Fresse. Radio 1. Zwei alte Hasen erzählen von früher. Mit Jan Böhmermann und Klaas Häufer Umlauf. Genau so sieht's aus. Hey. Hier heute aus Protest live aus der Ukraine. Zwei alte Hasen erzählen von früher mit einem wunderbaren Thema heute, zu dem wir Sie gerne einladen möchten. Super Wahlsonntag. Kids! Heute Wahl in Griechenland, Frankreich und Schleswig-Holstein. Die drei Schlusslichter, die drei roten Laternen in der Europäischen Union wählen heute an diesem Sonntag. Und liebe Radio 1-Hörer, tippen Sie doch mit. 0331 70 99 111. Wer gewinnt? Und um ein bisschen vorzulegen, lese ich jetzt den Tipp vor von Konstantin Neven-Dumont, dem genialsten Sohn der Verlegerdynastie. Er hat gerade bei Twitter seine Tipps für die Wahl in Schleswig-Holstein bekannt gegeben. Na. Und wenn Konstantin Neven-Dumont was sagt, dann ist es meistens wahr. Und hier kommt der Tipp. Achtung. Schleswig-Holstein, Tipp, CDU 31, SPD 31, Grüne 9, Piraten 9, FDP 7, SSW 4 und Zusatzzahl 49. Das war der Tipp von Konstantin Neven-Dumont. Und was tippen Sie, liebe Radio 1-Hörer? Wer gewinnt heute in Griechenland, Frankreich und Schleswig-Holstein die Wahlen? Sind es wieder die Piraten, wie überall jetzt in letzter Zeit? In Frankreich? Ja, in Frankreich. Le Pirat heißen die da. Le Pirat. Le Pirat. 0331 70 99 111. Bringen Sie ein bisschen politische Kompetenz in diese Sendung. Heißen die nicht da Le Pen?
Das kann auch sein. Sind die nicht vergleichbar mit dem Aufstieg der... Gab's da nicht mal so einen Vergleich? Ist das Schnee von gestern? Stelle ich mir rhetorische Fragen, die ich selber beantworte. Ja, wahrscheinlich. Wir hören jetzt erstmal Musik und gleich hören wir sie. 0331 70 99 111. Ja, bis gleich. Hi, wir sind's. Hallo. Radio 1 nur für Verwachsene. Das Thema der Woche. Super Wahlsonntag. Kids ist das Motto von zwei alte Hasen erzählen vom Führer, hätte ich fast gesagt. Mensch, ja. Ey, was ist rausgerutscht? Live aus Berlin, beziehungsweise Babelsberg, der hässlichen Schwester von Berlin. Wir haben jetzt am Telefon einen Anrufer, der mir gerade angekündigt wurde mit, er ist noch nicht ganz aufgestanden. Mirko 28 aus Berlin ist in der Leitung. Hallo Mirko. Markus 28. Ja, Marco, Mirkus, Potato, Potato, Tomato, Tomato, ist doch alles egal. Markus. Ja. Namen sind Schall und Rauch. Russland, Schmusland. London, Schmondon. Hi Jungs, grüß euch. Marco, von wo aus rufst du an? Aus Berlin. Wo genau? Berlin-Mitte. Richtig in der Mitte? Ja, mittendrin. Cool. Ich wohne in der Torstraße. In der Torstraße, cool. Ja, alles klar, bist du, würdest du dich denn zum normalen Klientel der Torstraßenbewohner hinzuzählen oder bist du da eher so ein Einzelkind? Nö, also ich versuche schon so ein bisschen mittemäßig rüberzukommen. Also so ein bisschen enge Jeans auch, ne? Nicht zu eng. Genau. Und so, ich habe so eine ganz geile Lederjacke, die sieht so ein bisschen aus wie eine Fliegerjacke aus dem Fliegerhorn. Cool, aber ohne Aufnäher, ne? Ohne Aufnäher, ja. Cool, sehr cool. Und ich habe immer so den Eindruck, dass die Puppen drauf abspringen. Ja. Markus, es ist heute nun Wahltag, überall auf der Welt, außer in Berlin und Brandenburg, wird gewählt. Und deine Meinung ist, dass die FDP in den Landtag kommen soll, und zwar in alle drei, in den französischen Landtag, in den griechischen und in den schleswig-holsteinischen Landtag. Nee, wer sagt das? Steht hier, hat mir hier die Juliane, ist unsere neue Praktikantin, die hat es aufgeschrieben, die hat auch Mirko aufgeschrieben. Nee, das stimmt ja nicht, also ich bin ja der Markus. Okay, ja. Juliane, wollen wir ganz kurz, wir müssen erstmal Juliane rausschmeißen. Ja, ich schmeiß mal raus. Juliane, sorry, das war's. Juliane ist Praktikantin gewesen, ist schon weg. Ist schon die weg. War aber total süß eigentlich. So. Ja, war, da hast du schon die richtige Zeitform gewählt, ne? Die war süß, ne? Ist jetzt ersetzt durch Redaktionsurgestein Jürgen. Ja, cool Jürgen, herzlich willkommen. Bob. Jürgen ist so alt wie die Schildkröte Cassiopeia aus aus Momo. Ja. Und Jürgen spricht auch nicht, sondern der zeigt quasi alle Redaktionsdienstanweisungen durch Hautverfärbungen auf seinen Wangen an. Ja, das ist tatsächlich immer noch 200 Millionen Jahre alt und auf der Betriebsfeier immer noch der Jüngste und muss ausgeben. Radio 1, nur für Verwachsene. Also Marco Mirkus, was war jetzt deine Meinung zu den Wahlen eigentlich? Ja, also ich weiß nicht, also ich verfolge eure Sendung ja schon seit einer Stunde. Das ist ja nicht zu sehr verfolgen, sonst ist es Stalking, dann können wir dich anzeigen, ist ja verboten. Ja, ziemlich aufmerksam. Ne? Ja, danke. Und ja, ich finde die Sendung gut, aber mir ist aufgefallen, dass irgendwie kein Schwein anruft. Ne? Ja, das stimmt. Also, weißt du, woran es liegt? Ich sag's dir, pass auf. Ja, jetzt kommt's. Die Leute, die scheißen auf die Wahlen. Weißt du? Die Leute scheißen auf die Wahlen. Genau, es ist so eine Metapher. Ne? Also es heißt so viel wie, den Leuten ist die Wahl egal. Ja. Und deshalb rauchen Sie Rival. Das ist aber nicht schlecht. Der war gut, ne? Das war gar nicht schlecht. Es war auf jeden Fall so mal einer der besten Witze der Sendung bis heute. Habe ich aber abgelesen. Kam nicht ganz so flüssig, aber jetzt kommen wir langsam in Wallung und jetzt wird es auch ein bisschen lockerer. Jetzt sind wir so der Dampfplauderer, Markus. Ne? Also Mirkus. Ja, Markus, nicht Mirko. Achso. Markus. Ich hab jetzt Mirkus gesagt. Markus, also, Mann. Ein alter Sagenheld aus der griechischen Mythologie. Mirkus. Mirkus. Markus. Der sich den Arsch verbrannte. Ist das nicht eine olympische Sportart? Mirkus werfen? Mirkus. Ja. Diskus, Alter. Also. Wo waren wir stehen geblieben, Marco? Also, ja, wir waren stehen geblieben, dass die Sendung nicht so gut läuft und wir jetzt hier versuchen, die ganze Kiste ein bisschen in Schwung zu bringen. Sagen, wir sind ja schon froh, wenn wir überhaupt stehen geblieben sind, ne? Ja, genau. Sag mal, liegst du eigentlich im Bett? Hört man das, ja? Ja, das hört man so ein kleines bisschen. Also wenn du sich sonst so anhören würdest wie jetzt, dann weiß ich auch nicht, ne? Dann wird es auf jeden Fall schwierig, über so Telefonpartner-Hotlines jemanden kennenzulernen.
Ja, das klappt aber auch so bei mir nicht. Also nicht nur mit Telefon. Nicht mal da an der Torstraße. Also wenn wir jetzt mal darüber sprechen, was ist so der Laden? Gehst du so ins Oberholz den ganzen Tag und machst so E-Mail-Zeugs oder tippst da einfach so rum? Und abends geht man dann in die Odessa-Bar und gegenüber ins Trust? Oder wie läuft das? Ja, also ich bin ganz gerne im Bravo. Ne? Bravo? Das ist ein neuer Club hier. Ah ja, okay. Kennst du den schon? Nee, den kenne ich noch nicht. Ich bin überhaupt nicht bewandert. Ich komme ja auch in die meisten Clubs nicht rein. Der ist schräg gegenüber. Ist das so ein Club, der quasi sich thematisch an der Jugendzeitschrift orientiert? Dann kann ich mir gut vorstellen, wie der Club aussieht. Also eigentlich ist es eine Tanzfläche, die komplett leer ist, weil keiner reingeht. Nur Alex Gernhardt tanzt zu 90er-Jahre Blümchen-Techno. Freut sich darüber, dass er nach 18 Jahren endlich vom Stellvertretenden zum richtigen Chefredakteur aufgestiegen ist. Das stimmt nicht, Leute. Sondern? Da müsst ihr mal hingehen. Der Laden ist immer proppevoll, ne? Ja. Und da kannst du halt echt an den Start kommen, wenn du dir Mühe gibst mit Frauen und so, ne? Aber da musst du dir halt Mühe geben. Ich krieg das meistens nicht so richtig hin. Du bist so ein kleines Faultier, ne? Auch im erotischen Bereich, ne? Ja, Markus the Sloth. Ja, ein bisschen, ne? Ja, da muss findest du ja auch mal ein gemütliches Mädchen, weißt du, die genauso ist. Ich meine, wie sollt ihr euch jemals kennenlernen? Aber wenn ihr dann mal so zusammen so ineinander verhakt und irgendwie so tagelang in der Ecke liegt, ne, das kann doch schön sein auch, ne? Zählt Einschlafen auch als Höhepunkt? Bitte? Zählt Einschlafen als Höhepunkt beim Sex? Wenn man ineinander einschläft schon. Nebeneinander einschlafen. Ineinander? Ja. Ich find's, also ich muss ganz ehrlich sagen, ihr überschreitet hier gerade die Diskretionsgrenze, ne? Also ich finde das wirklich. Und du hast soeben die 3 Minuten 30 Schallgrenze überschritten, Markus, Mirko. Schön, dass du angerufen hast. Ja. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob es vielleicht besser gewesen wäre, es hätte einfach wie immer niemand angerufen. Hab einen schönen Sonntag, du, ne? Mach's gut. Ja, haut rein, Leute. Ne? Ja, alles klar. Schau dich wieder hin, du. Ja, also ich würde sagen, ich glaube, das Problem an der Hörerbeteiligung bei unserer Sendung sind einfach die Hörer und die Beteiligung. Weißt du, wenn jemand wie Mirkos, ne? Ja. Sich wirklich, also wenn wir es schaffen, dass der zum Telefonhörer greift und anruft, ne? Wo er wirklich, der sich wahrscheinlich eine halbe Stunde überlegt, auch ohne Fieber, gehe ich jetzt zum Klo, gehe ich nicht zum Klo, ja? Wenn man Fieber hat, ne? Ja. Dann liegt man dann so und denkt sich, oh, eigentlich habe ich Durst, ne? Und dann dauert es meist eine Stunde, bis man losgeht und irgendwie was aus dem Wasserhahn trinkt, weil man hat ja eh nichts zu Hause. So fühlt der sich, glaube ich, immer. Und wenn das der aktivste Radio 1-Hörer war, dann hat aber Robert Skopin, der neue Chef von Radio 1, mit seiner Programmreform wirklich noch einiges zu tun. Naja. Junge. Herr im Himmel. Ne? So, jetzt liebe Radio 1-Hörer, also liebe normale Radio 1-Hörer, kommt ein Song, der so viel Beats per Minute hat, wie ihr Herzklabaster-Ding, was neben Ihnen am Krankenbett steht. Der Mirkus soll sich mal ein Beispiel nehmen an Armin Rohde. Der hatte jetzt erst fast sein Augenlicht weg und jetzt macht er schon wieder coole Verrenkungen auf dem roten Teppich beim Bayerischen Filmpreis, damit ihn einer fotografiert. So wollen wir unsere Hörer. Ja. Jetzt was für alle Radio 1-Hörer, die normalen alten Radio 1-Hörer. Hier ist Buddy Holly. Das waren Katrina and the Waves, Walking on Sunshine in Radio 1. Passend zum Wetter draußen. Ist ein schönes Wetter hier heute. Oh, guck mal da draußen, die Sonne. Ah, nee, doch nicht. Ist auch nur, es war der Regen, war eine Reflexion. Ja. Ja, Moment. Hass. Geifer, Beinbruch und Van Janemann. Sag mal, Jan? Ja, klar. Was sagst du eigentlich dazu, dass Bushido jetzt in die DSDS-Jury möchte? Ist mir egal. Was ist mir völlig egal? Ja, ich verwechsel Bushido immer mit, wie heißt der andere noch? Sido. Wer ist denn jetzt wer? Ja? Nee, mit Gabi von Queensberry. Ja. Ist mir völlig egal. Ist mir wirklich völlig egal. Ich gucke DSDS nicht. Ich gucke gar kein Fernsehen. Ich bin so ein Typ. Ich habe den Fernseher seit 15 Jahren habe ich keinen Fernseher mehr. Ich habe es komplett weggeschmissen. Ist klar. Ich lese nur noch Bücher. Ja. Was für Bücher? Sachbücher mit Bildern. Was ist das aktuelle Buch, was du gerade liest? Was ist was, Dinosaurier? Nee, das habe ich schon durch. Was ist was, die Römer? Was ist was? Die Jubelperser. Ja, es gibt gute Neuigkeiten bzw. schlechte Neuigkeiten. Also gute Neuigkeiten aus der Welt der Computer, schlechte Neuigkeiten von Volker Beck. Das alles kumuliert in einer Twitter-Meldung, die mich vor 8 Minuten erreicht hat. Volker Beck twittert irgendwie alle Minute 6 Mal, ne? Also, ja, genau. Der hat sonst nichts zu tun. Twitterette heißt es bei Volker Beck. Das ist also schlechte Neuigkeiten für Volker Beck. Er schreibt, iTunes so, möchten Sie den Vorgang wirklich abbrechen und stattdessen die Software des iPads aktualisieren? Fragezeichen. Abbrechen, aktualisieren, fragt nun Volker Beck in die Community und ich würde sagen,
auf jeden Fall aktualisieren und danach abbrechen. Und dann das ganze iPad einfach in einen großen, mit Wasser gefüllten Bottich legen und gucken, was passiert. Und dann ausloggen. Volker, einfach mal abends mal, gerade mal sonntags, einfach mal ausloggen, Volker. So, ich höre gerade, wir haben einen Anrufer. Was? Ach nee, Quatsch, ich hab mich verhört. Klaas, du bereitest dich gerade auf eine... bist du irre? Ich hab mich gerade total erschrocken. Klaas. Mit sowas macht man keine Witze, wir haben hier keine Anrufer. Also wir könnten welche haben, 0331 99 111, ja, ist ja die Telefonnummer, kann man schon anrufen. Ich muss mal ganz kurz fragen, was ist das eigentlich immer für ein Gegrunze da im Hintergrund? Hast du denn noch irgendwie Leute zu Gast in deiner Jogginghose? Ja, meine Mutter ist in meiner Jogginghose. Das hat immer sehr tiefe Stimme. Ja. Lacht da mal im Hintergrund. Was für ein, nee, das ist Joy Fleming, die hat ein sehr kehliges Raucherlachen mittlerweile. Was macht denn Joy Fleming bei Radio 1? Ich bin befreundet mit meiner Mutter und die war unten gerade bei Antenne Brandenburg. Achso, ich dachte schon, Bettina Rust ist jetzt völlig durchgeknallt, nachdem heute Geld Taft zu Gast war, wenn er hörbar Rust. Was war da eigentlich los? Das war doch ein Fantasieakzent von dieser Frau Dussmann, oder? Das war wirklich wie so ein ganz schlimmer Traum auf LSD. Wer war denn da zu Gast heute? Ja, das ist ja diese Dussmann-Frau, war das. Aus dem Kulturkaufhaus Dussmann? Ja, und die war letztens schon bei Jörg Thaddeus und hat da eine halbe Stunde genervt und jetzt 2 Stunden. Aber die Sendung war ja komplett auf Englisch. Sogar Bettina Russet auf Englisch. Also ich habe wirklich überhaupt gar nichts verstanden. Ey, warte mal, hier passiert gerade was. Was? Hier ist gerade Code Red. Ich sehe gerade Juliane, unsere Praktikantin, die telefoniert gerade. Also vielleicht macht es privat, aber es könnte sein, dass einer angerufen hat. Moment. Warte, guck mal, das ist live. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Warte, ist Juliane? Hat jemand angerufen? Ist da jemand? Juliane? Ist da jemand? Ist da jemand? Was? Was? Habe ich nicht verstanden, was sie gesagt hat. Ich glaube, da hat jemand wieder aufgelegt. Ist da jemand? Warte. Ich krieg das hier umgedreht. Wo steht denn das? Ah, Carina. Oh, Carina, die hat doch schon mal angerufen. Ja, wahrscheinlich, ne? Carina, hallo. Ja, Carina? Hallo. Ach Mensch. Carina, aber du hast doch schon mal angerufen. Genau, und ich wollte euch einfach unterstützen, weil ja sonst keiner anruft. Carina, kannst du uns den Gefallen tun, nur für unser Selbstbewusstsein, kannst du dich einfach anders nennen? Ich würde sagen Alexandra. Schneiden Stehst du auf Alexandra? Ist egal, wie du heißt. Alexandra, du kannst dich auch Klaus nennen. Olga heißen, ist normalerweise sein Standardsatz. Also, okay. Wir sprechen dich nochmal an. In der Leitung ist jetzt Alexandra. Hallo, Alexandra. Ja, hallo. Hey, Alexandra, schön, dass du anrufst. Wo wohnst du denn? Ich wohne in Flensburg. Nein, woanders. Du musst woanders. Mensch, kommst aus Regensburg oder was? Augsburg ist auch egal, aber nicht Flensburg. Noch, ganz kurz nochmal. Also. Okay. In der Leitung ist jetzt Alexandra. Hallo, Alexandra. Hallo. Von wo aus rufst du an? Aus Athen. Aus Athen. Ah, Mensch, guck mal. Das freut mich. Und sag mal, wie geht's euch denn da unten jetzt? Hat sich das alles wieder ein bisschen gelegt? Schönes Wetter. Ja, klar, aber Griechenland ist immer schönes Wetter. Ja. Ne? Ja. Die nichts haben, haben wenigstens schönes Wetter. Ja, sag mal, aber wie siehst du das denn heute? Glaubst du, da kommt nochmal der Grund rein bei euch? Ihr habt da ja ganz schön, sag mal, Geld ausgegeben wie die Matrosen und jetzt müssen alle einstehen, was? Das tut mir auch leid. Ja. Das ist sehr bedauerlich. Tut mir leid. Kennt man bei euch eigentlich Nana Mouskouri? Überhaupt nicht, ne? Das habe ich mir gedacht, wie mit den Amerikanern und David Hasselhoff. Die Amerikaner kennen ja David Hasselhoff gar nicht. Kennen nur wir Deutschen. Wir denken, der ist in Amerika ein großer Star. Aber dabei ist das ein völliger Irrglaube. Ihr kennt Nana Mouskouri auch nicht, was, ne? Was ist dran an dem Gerücht, dass in Griechenland jetzt der Phönix wieder eingeführt wird? Als stabilste Währung? Ja, das ist dann der Schein. Ja. Und die Münzen sind Stiere, Stiere. Kleine Stiere. Und alle leben auch. Alle Beträge mit über 100 Phönix werden mit Analsex bezahlt. Oder Wombotaler. Ja. Davon weiß ich nichts. Ja, davon weißt du nichts? Also von was weißt du nichts? Von dem Kleingeld. Von dem Kleingeld. Ja. Alexandra. Und wie der Kurs ist, das weiß ich auch nicht. Ja, daher kommt auch der Begriff Hartgeldstricher. Ich weiß nicht, ob das noch Radio ist oder ob das schon Internet ist, Klaas. Also so können wir auf keinen Fall weitermachen. Ja, also mit Anrufern, die uns hier belügen. Sie wären in Athen und heißen Alexandra. Ne? Also auf so einer Grundlage weiterzusprechen. Macht für mich keinen Sinn. Macht für mich auch keinen Sinn. Carina, wir danken dir sehr für deine Solidarität, ne? Aber so nicht. Ruf in 2 Wochen nochmal an und sag, du heißt Peter und kommst aus Bad Oldesloe. Bad Oldesloe. Bad Oldesloe. Ja. Mit Ö hinten. Okay. Schönen Gruß nach Griechenland. Ne? Ja, tschüss. Klaas, ich würde sagen... Hier, wir haben einen. Nee. Ist wahrscheinlich wieder Carina. Mann, geh nochmal ans Telefon. Jens aus... Wo kommst du her? Harburg, Hamburg? Hamburg. Hamburg, na. Hamburg, also im unmittelbaren Grenzgebiet zu dem Land, wo gerade Wahlen stattfinden, nämlich Schleswig-Holstein. Ich dachte schon Frankreich. Ihr seid ziemlich weit weg von dem Geschehen eigentlich, wo es passiert. Absolut. Ich bin relativ nah dran. Ja. Das heißt, was dort passiert,
wird auch uns hier in der wirklichen Metropole Hamburg echt betreffen. Natürlich, und ihr habt vor allen Dingen ja einfach jahrelang Ole von Beust überlebt. Also ihr seid leid gewohnt und schaut dementsprechend sorgenvoll nach Schleswig-Holstein. Ja. Und wir fragen uns, werden die Dänen in die Regierung reinkommen? Ja. Ja? Wollen wir es nicht hoffen? Was, wenn sie es schaffen, was sagen wir denen? Ja. Weil erst kommen die Dänen und wenn die Dänen erstmal in der Regierung sind, dann ist es nicht weit, dann ist die Regierung voller Salafisten und dann müssen wir uns so richtig anschnallen. Ja, das ist den als durchgehen lassen, ne? Sagt ihr. Ja, also kann man sich natürlich fragen, naja gut, dann sind die Grenzen offen, dann gibt es keinen Stress mit den Waffengeschäften, dann liegt keiner tot in der Badewanne, ist ja auch nicht schlecht. Und alle O's müssen durchgestrichen werden. Na gut. Nein, also von daher ist hier wirklich Augen auf was passiert in dem nördlichsten Bundesland Deutschlands heute. Ja. Was glaubst du denn? Also was wäre denn das Beste? Ich meine, jetzt gerade sieht es nach einer ziemlich schwammigen Lösung aus irgendwie so. Was wäre denn das Beste? Das war die Klaas-Häufer Umlauf, der politische Kommentar zum Sonntag. Momentan sieht es nach einer schwammigen Lösung aus. Naja, komm, also, wenn ich jetzt irgendwie ein öffentlich-rechtliches Symbol oben links im Fernseher hätte und einen Anzug an, würde mir das jeder abnehmen. Dann gibt es jetzt nicht so blöde Kommentare, nur weil ich im Jogginganzug bei Radio 1 sitze. Was meinst du, wer gewinnt in Schleswig-Holstein, Jens? Ich habe keine Ahnung, was da wirklich passiert, aber mein persönlicher Favorit wäre wirklich, lass doch, dass die Dänen ruhig mal eine Legislaturperiode machen. Warum denn nicht? Ja, das wäre eigentlich gar nicht mal schlecht, ne? Einfach mal so gucken. Einfach Essen wäre besser, wir hätten einen König in Schleswig-Holstein. Es ist das glücklichste Land der Erde. Immer absolut. Wieder, wenn man Umfragen liest. Nach Brandenburg. Das, gut. Dann habt ihr Spezialkenntnisse, also über die verfüge ich jetzt nicht. Aber es war immer so, das ist eigentlich ein spaßiges Völkchen, die einen gewissen Ernst haben, aber das auch immer mit einer humoresken Komponente einfach verknüpfen können. Absolut. Und Jens, Wikinger ganz kurz, waren ganz lustige Leute. Jens, ganz, behalt mal kurz den Gedanken im Kopf. Wir müssen mal eben kurz, Klaas und ich müssen mal eben kurz Verkehr haben und wir sind sofort wieder da. Viel Sekunde mal eben, ja, ganz kurz. Radio 1. Zwei alte Hasen erzählen von früher. Mit Jan Böhmermann und Klaas Häufer Umlauf. Ja, wir werden schon die ersten Luftschlangen gepustet und der erste Piccolo, die erste Piccolochen wird aufgemacht. Die Wahlparty wird vorverlegt. Und gibt's Lachs? Es gibt Lachs. Lachs bis zum Umfallen. Wir sind heute Schleswig-Holstein zum Hören. Inhaltlich bewegen wir uns ungefähr da, wo Griechenland sich finanziell bewegt. Und wir haben genauso viel Stil wie François Hollande, die große Radio 1 Wahlsonntag. Genau, wir waren früher auch mal fett. Ja, ist Jens noch in der Leitung? Jens? Ja, der ist noch da. Ja. Ach Mensch. Jens, sag doch auch mal Hallo den Radio 1 Hörern. Die freuen sich immer, wenn sie begrüßt werden. Ja, ich freue mich vor allen Dingen über das Programm Radio 1. Hallo. Radio 1 nur für Erwachsene. Und das, Jens, ist dein Wunschsong. Hier ist Lana Del Rey. Bitteschön. Let's fetz. Let's rock. Let's cool. Herzlich willkommen hier auf Radio 1. Popstation. Sie hören die Hörbarust Light. Am Sonntagnachmittag 16 Uhr L-E-I-D. War es vor einer Stunde und 36 Minuten. Jetzt ist es 17.36 Uhr und wir begrüßen Sie recht herzlich zu Zwei alte Hasen erzählen von früher mit Klaas Häufer Umlauf. Und Jens Bimmelmann. Wir sind zu zweit heute hier und Sie können sich natürlich immer wieder in unsere Runde einwählen, wie jeden Sonntag 0331 79 99 111. Wir haben schon aufgegeben, Sie direkt anzusprechen, obwohl es vielleicht leichter wäre. Rufen Sie einfach an zu irgendeinem Thema, ist völlig egal. Ja, heute freie Themennacht hier und unsere Psychologin Juliane wird Sie sicherlich auch noch betreuen. Du musst aber mal ganz kurz das Gefühl haben, irgendwie dann emotional geht's bergab nach so einem Gespräch. Das fangen wir auf hier. Klaas, ich muss mal ganz kurz was richtigstellen. Es geht nicht. Also, wenn Sie sich vielleicht wundern, und wir haben ja einige Reaktionen schon übers Internet bekommen und auch teilweise per Fax von Ihnen, liebe Radio-Einzuhörer, die fragen sich, ruft denn da wirklich bei denen keiner an? Doch, es rufen sehr viele Leute an, es ist vielleicht sogar schwer durchzukommen. Das Problem ist die Qualität der Anrufer. Unglaublich viele grunzende Menschen aus der Uckermark, die wir unmöglich durchstellen können und ihnen zumuten können, liebe Radio-Einzuhörer. Wir würden das machen, aber wir haben also da auch strenge Auflagen. Strikte Vorgaben, genau. Ja. Man muss das Abitur raushören und das ist die einzige Bedingung vom neuen Radio-1-Boss Robert Skopin. Es können anrufen Leute, egal welchen Alter, sie können sagen, was sie wollen. Man muss nur das Abitur raushören, um sich quasi abzugrenzen von uns. Du hast gar kein Abitur, Klaas, ne? Ich? Nee, woher? Wo? Ich war da irgendwie an dem... Man muss, glaube ich, eine Verweigerung schreiben, dann kriegt man das automatisch. Ach so, nee, da habe ich nicht aufgepasst. Ich weiß nicht, ich war nicht da oder im Urlaub oder so. Also ja, ist nicht anwesend in man der muss Zeit. Sowas, man muss beim Bundesamt für Zivildienst muss man quasi eine Verweigerung schreiben, dann kriegt man das quasi zusätzlich zum Zivildienst dann dazu. Ich bin irgendwie wahrscheinlich im Urlaub, bin zurückgekommen, das Einzige, was noch gab, war Friseurlehre und dann habe ich das gemacht. Es gibt Neuigkeiten aus dem Nachrichtendienst Twitter. Klaas, bevor wir mit Uli Zelle sprechen, der einzigen Konstante hier am Konstanten. Uli. Und zwar gibt es Reaktionen zum Thema
Wahlsonntag. Ja, naja, von wem denn jetzt? Hast du wieder, wen followst du so außer Konstantin Neven, Dumont, Volker Beck, Bushido? Nee, ist eine Twitter-Frau, sie nennt sich Frau von und zu Snob, ist ihr Twitter-Name. Und also. sie schreibt hier im Internet, die FDP sollte sich wieder auf ihre Kernkompetenz konzentrieren, die Reichen. Dann hätten sie meine Stimme. Ja, und mir dann reicht's auch langsam. Und dann unterstellt sie uns noch, dass wir reichen Medienleute ja sowieso die FDP wählen. Da muss ich zu meiner Verteidigung sagen, dass ich nicht reich bin. Nur Klaas Häufer Umlauf ist unglaublich reich. Ja, ich bin tatsächlich sehr reich. Unglaublich so, reich, aber, also wieso eigentlich? Nee, aber wenn ich möchte, dass quasi Generationen und Generationen überhaupt noch die Möglichkeit haben, in einem Land zu leben und dieses Geld, was ich verdient habe, hart und sauer auszugeben in einer Umgebung, die ihnen Spaß macht, sollte man nicht FDP wählen. Das ist ein Argument von einem Reichen. Ist das jetzt so eine Wahlempfehlung von dir, bevor die Wahllokale geschlossen haben? Ist das nicht verboten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Dass man sagt, dass die FDP unwählbarer Scheiß ist? Ja, das darf man nicht sagen, glaube ich, Klaas. Ja. Nee, man darf das denken, aber man darf das nicht sagen. Ach so, okay. Nee. Ich dachte, ist das nicht denken, wenn man laut was in ein Mikrofon spricht? Das ist doch denken. So. Okay, da haben wir vertan. Entschuldigung. Nee, hast du dich vertan. Jetzt versuchen wir mal bei Uli Zelle anzurufen, wenigstens. Ja, Uli Zelle, wir wollen gerade natürlich, rufen wir immer Uli Zelle an, der ruft ja nicht bei uns an, ne? Wir rufen Uli Zelle mal an, Showman Uli Zelle, und der ist dann, immer da. So, jetzt gerade haben wir das probiert. Uli Zelle weiß ganz genau, dass die 2 Wochen wieder um sind. Ich meine, was gibt es auch in seinem Leben für Konstanten außer unsere Sendung? Und dann geht der einfach nicht ran, ne? Da ist er nicht erreichbar. Ich glaube, in Uli Zelles Leben gibt es ganz schön viele Konstanzen. Der ist immerhin Regionalfernsehmoderator, der wird einige Konstanzen da in der Gegend auf seinem... Ja, komm, wir rufen jetzt mal an hier. Stefan, kannst du mal durchklingeln? Wir haben nämlich die echte Telefonnummer von... Uli Zelle, leider habe ich mein Handy nicht zur Hand, melde mich aber, wenn ich eine Nachricht bekomme. Nach dem Piep. Hallo Uli, hier sprechen Klaas und Jan von Radio 1. Hallo Uli. Unsere Telefonnummer ist 0331 70 99 111. Du bist also immer Uli, hast Gast du wieder in der Sendung. Hast du wieder eine Panzerfaust im Garten gefunden und die ging diesmal hoch oder was war los? Vielleicht ist Uli aber auch in Griechenland oder in Frankreich, weil Uli vielleicht, ohne uns das zu sagen, Staatsbürger ist von einem dieser beiden Länder. Aber vielleicht wurde auch wieder irgendwo eine neue Dönerbude eröffnet und Uli Zelle muss live berichten. Uli, du fehlst Uli. Uns. Warum rufst du ja nicht an hier, Mann? Uli. Wir gehen mit einem leeren Gefühl nicht nur ins Bett, sondern stehen morgen mit demselben leeren Gefühl wieder auf. Du treibst uns in den Suizid mit deiner Abwesenheit. Uli, ohne dich ist nicht so, wie es vorher mal war. Wir legen jetzt nochmal auf und dann probieren wir es gleich nochmal. Und vielleicht sprechen wir in der Zwischenzeit einfach mit Klö. Klö kommt aus Berlin und ist in der Leitung. Hey, Klö. Klö? Nicht drüber lachen, wie ihr meinen Namen aussprecht. Klö? Kannst du nicht drüber lachen? Nein. Naja, doch, ein bisschen kannst du schon drüber lachen. Oder, ne? Ist das ein Dehnungs-E? Eigentlich bin ich sehr betroffen. Was? Ich bin sehr betroffen darüber. Chloe? Ja, ihr habt doch... Kommt das von, ist das die weibliche Form von Clochard? Vielleicht. Du, Chloe, aus was Berlin. Chloe, ja. Dein Name klingt so, als wärst du schon mal bei DSDS Siebter geworden. Nee. Nee, warst du noch nicht. Gut. Nein. Hast du gestern DSDS Kids gesehen? Mal eine kurze Frage einfach, nur mal, um so reinzukommen ins Gespräch. Nein, gucke ich nicht, solche primitiven Sender. Das war gar nicht primitiv, das war toll. Daniel Assmann, neuer Moderator, hat moderiert. Dieter Bohlen war auch da, hier der Moderations-, der Jury-Titan. Cool. Also, und der ist nicht primitiv? Nein. Nee. Nein. Ach so, was ist der dann? Wie nennt man das? Oldenburger ist der. Wie Klaas auch. Ja, der ist Oldenburger. Und jetzt wohnt er in einem Ort, der heißt Tötensinn, und der hieß Feuer lassen den Leben. Aha. Chloe, wie geht's dir? Du rufst aus Berlin an. Wo genau, in welchem Fädel, wie man in Berlin sagt, befindest du dich denn gerade? Momentan in Spandau. In Spandau, oh, cool. Cool. Ja. Das Kreuzberg für Reiche. Ja, du bist so gebürtige Berlinerin, weil ansonsten ist man nicht in Spandau. Nein. Nee. Oder hast du dich verfahren mit der S-Bahn? Ich sitze im Auto und verkaufe gerade ein Auto. Deswegen bin ich auf dem Weg zu dem alten Auto. Du verkaufst gerade ein Auto? Was für eins? Ja, ich hoffe. Was für eins? Spitfire. Was für ein Auto? Triumph Spitfire. Oh. Spitfire? Klar, sammelt nämlich. Ja, den habe ich schon. Brauche ich nicht. Als Matchbox. Nee, ja. Naja, ist egal. Komm, wollen wir nicht von mir reden. Und was ist das neue Auto, was du kaufst? Hoffentlich ein Golf 1 Cabrio. Cool. Golf 1 Cabrio. Cool. Das ist aber, da sitzt du aber wirklich auf dem Feuerstuhl dann. Und mit was seid ihr unterwegs? Mit der Bahn? Nee, ich fahre einen Golf 5. Perpedis. Und Klaas ist, glaube ich, du fährst, glaube ich, SUV, ne?
Ja, ich fahre mehrere SUV. Das ist gesetzlich vorgeschrieben, dass alle Leute unter 1,40 SUVs fahren müssen. Genau, das ist ansonsten zu gefährlich im Straßenverkehr. Hat er ein Kissen unterm Hintern? Oder? Ja. Hat ein Kissen unterm Hintern und sitze in so einem riesengroßen Auto. Und auf dem Klavierhocker, auf dem Fahrersitz. Ja. trotzdem kaum übers Lenkrad rübergucken. Ja, aber ich kann das also hydraulisch hochfahren. Ich stoße mir oben den Kopf fast und kann trotzdem nicht aufs Fenster gucken. Das wäre auch nicht schlecht. Wenn Klaas aussteigen will, dann kann das nur am Flughafen Tegel machen, damit nämlich so eine Brücke rangefahren. Ja. Weißt du, sonst kommt er nicht vom Fahrersitz runter. Nee, das war ich. Ja, wir lachen. Ich lache auch noch mit, ne, ich Idiot. Da, Selbstironie. Mit dem Fallschirm. Bassjumper muss ich werden. Ne? Bassjumper in der eigenen Tiefgarage, ne? Ja. So, es geht ums Thema. Alkohol auf Arbeit eigentlich? Bitte? Was? Sag mal. The Magic of Crystal Meth. The Magic of Crystal Meth. Absolut. Gute Laune, schlechte Zähne. Kennst du nicht? Crystal Meth, das kann man doch ganz einfach zu Hause aus irgendwie alten Nagellackentferner und ein paar Aspirin zusammenmischen. Dem, was in der Tastatur noch zwischen den Tassen liegt. Genau, was die Katze so ins Haus trägt. Das einfach mal mit Nagellackentferner vermischen. Ein bisschen Methylalkohol, wird man nicht besoffen, aber blind. Ach, Chloe, du bringst die gute Stimmung in den Laden. Wieso eigentlich? Ja, wieso nicht? Vorhin hat die Schlaftablette angerufen, jetzt rufe ich an. Cool. Ja, jetzt du bist ja das Gegenteil von der Schlaftablette. Du bist eine Ritalin-Tablette, bist Hallo, du. Hallo, aber wir müssen mal eben ganz kurz zurück aufs Thema kommen. Das ist nämlich redaktionelle Vorschrift von Cassiopeia, unserer Redaktionsschildkröte. Es geht ums Thema Superwahlsonntag Kids. Ja. Was für ein Ding, Entschuldigung. Superwahlsonntag Kids. Oder wolltest du, oder warst du eine von den Anrufern, die gesagt haben, komm, ich rufe einfach mal so an? Oder war. Eigentlich war ich eine von denen, die gesagt hat, ich rufe einfach mal so an. Das ist schön. Sag mal, dann möchte ich gerne noch ein paar private Dinge wissen, die vielleicht ein bisschen die Diskussionsgrenze überschreiten, aber dann weis mich einfach darauf hin. Ich bin dann ganz, weißt du, ich würde gestern zum Beispiel, ne? Gestern wurde ich darauf hingewiesen. Ich war gestern in so einer Sauna, ne? Also so, wo so mit Spa und alles so ganz schön, ne? Oh, cool. Und dann wir sind alle die ganze Zeit nackt rumgelaufen, ne? Ich auch so hier und da. So bin ich mir am Arsch. Ja, so, und dann komme ich in die Garderobe, die wiederum aber die eine Unisex-Garderobe ist. Und da stand eine Frau, die dann zu mir sagte, ich wäre hier ja wohl nicht richtig, mein Bereich wäre hier 4 Schränke weiter links, wo die Männer sich ausziehen. Obwohl da drin alle nackt rumlaufen. Was ist, also, das konnte ich nicht verstehen, ne? Die hat sich von mir, von meiner Nacktheit belästigt gefühlt. Dass die Frau dich überhaupt angesprochen hat, wo man doch vor lauter Schamhaare dein Glied nicht sieht. Ja, ich dachte auch, ne, damit komme ich durch, Herrentitten und viel Schamhaar. Ich dachte, damit darf ich mich auch im Frauenbereich umziehen. Oh Gott, oh Gott. Bei Blinden. Nee, die kamen teilweise in der Sauna an und sagten, sie müssen ihre Badehose ausziehen. Und ich sagte, die ist doch aus. Oh Gott. Und in welcher Sauna war das? Das ist Mareks Sauna Club. Oh Gott. Marek Sauna Club Mykonos. Aber das ist doch für Schwule eigentlich. Nö. Oh Leute. Leute, ganz kurz mal. Klaas, das und Chloe, ist nicht ganz für kurz Schwule. Mal bitte. Ich das habe war das Gefühl, ganz, das war also als ich da diese Tür aufgemacht habe, also die so quasi aus einem Regenbogen bestand, waren da ganz viele sehr männliche also, Typen. Also ganz kurz mal eben, Klaas, Chloe. Ich habe das Gefühl, dass es der Sendung nicht gut tut, dass wir nicht mit Uli Zelle gesprochen haben. Der hat so ein bisschen Reife, so ein bisschen Niveau. Aber vielleicht in kann Chloe in der Leitung bleiben oder geht das nicht? Stefan, geht das? Ja, aber Uli Zelle macht das Handy doch erst um 18 Uhr an. Nee, warte mal ab. So, Klo, du bleibst in der Leitung und jetzt kommt noch... Doch, du bleibst jetzt in der Leitung. Ist so. Und jetzt kommt noch Uli Zelle, ne? Ja, Uli. Machen wir eine Konferenzschaltung. Hallo, wir machen eine Konferenzschaltung. Zwischen mir und einem senegalesischen Puff. Herzlich Uli. Willkommen. Uli, was war denn los? Warum warst du nicht erreichbar eben? Das war das erste Mal ich habe Radio 1 gehört, weil ich bin das meinem Sender schuldig. Ich muss also aus dem Quotentief raus. Und deshalb gucke ich und höre alles, was vom RBB produziert wird. Auf 4 Lautsprechern, alle 4 Radiosender gleichzeitig. Antenne Brandenburg. Da war ich gerade noch bei Radio 88.8 und Radio Berlin. Und ich kann natürlich nicht... Ich bin zwar omnipräsent, aber manchmal muss ich dann doch ein bisschen switchen. Und sorry, es tut und mir jetzt, leid. Und jetzt, ganz ehrlich, jetzt halten Jan und ich uns mal zurück, denn jetzt gibt es ein exklusives Meet and Greet zwischen Klö und Uli Zelle. Und ihr dürft jetzt mal alles besprechen, was ihr schon immer miteinander besprechen wolltet. Und wir halten mal die Schnauze jetzt. Klö, du warst in der Sauna, ja? Nein, Uli, du warst da. Nein, ich war nicht in der Sauna. Ich kann gar nicht in der Sauna gewesen sein, denn ich komme Stimmt, aus London. Stimmt, deine Dauerkarte ist abgelaufen. Hast du nein, recht? Nein, doch. Ich komme gerade. Du hast gesagt, ich soll dich dran erinnern heute, dass die Karte heute abläuft. Nein. Ich habe nur gesagt, bring das große Handtuch nächstes Mal mit. Das war der Streitpunkt. Und nicht die Dauerkarte. Es ging nur um das Handtuch. Aber nein, ich komme hier wirklich gerade aus London. Und ich muss sagen, also das war mal wieder, also für so einen Dauer-Berliner wie mich, war das mal wieder eine richtige Erfrischung, mal in einer richtig großen Stadt zu sein. Also das ist doch richtig toll. Also mir hat das gut gefallen. Ja. Warst du schon mal in London? Noch nie, Olli. Ehrlich? Du nimmst mich ja nie mit.
Ich würde dich gerne mal mitnehmen. Man muss allerdings dann noch mit Pfund bezahlen. Und da hast du doch einiges quasi. Ja. Und Pfund bezahlen müsstest du dir noch entgegenkommen. Ja, genau. Und man braucht natürlich, also vom Flughafen bis in, vom Flughafen bis in die Innenstadt braucht man natürlich länger, als man überhaupt dahin fliegt. Ja. Aber trotzdem, es lohnt sich. Der Weg lohnt sich. Alles, was mir dazu einfällt, ist London, Schmondon. Aber das ist, dass ihr schon kennt, wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre jetzt hier was ganz Exklusives. Ja, der Uni hält es immer ein bisschen geheim. Ja. Wenn man in der Öffentlichkeit steht, kann man eigentlich alles von auszahlen. Christian von Bötticher lernen heißt singen lernen, Uli. Genau. Was hast du eigentlich so für Leistungskurse, Chloe? Was ich für Leistungskurse Küssen, hatte? Ja. Streicheln. Ja, Französisch hauptsächlich. Na. Chloe, ich möchte mich schon mal von dir verabschieden, weil ich möchte noch gerne ein paar Sekündchen mit Uli Zell alleine haben. Mach's gut, einen schönen Sonntag wünschen wir dir, ne? Der Klaas und der ich. Dir auch. Tschüss, Chloe. Tschüss, Chloe. Tschüss, Chloe. Bring das große Handtuch bitte mit, ja? Ja, alles klar. So, Uli. Absolut. Chloe hat aufgelegt, wir nutzen die restlichen 40 Sekunden ganz kurz, um von dir, du hast dich sicherlich wie immer blendend vorbereitet, eine kurze Analyse über die drei Wahlen zu bekommen, die jetzt anstehen am heutigen Tage. Griechenland, Frankreich und Schleswig-Holstein, die drei großen stolzen Nationen. Ja, und dann wollen wir ja den Balkan, da bin ich auch noch gewählt, also vier sind es im Endeffekt. Was, Balkan? Ja. Balkan? Naja, natürlich, ja, auf dem Balkan bin ich ja auch noch gewählt. Ach du Jemine, jeder nimmt einen Kalaschnikow und muss dann irgendwie auf den Zettel schießen. Nur weil wir kein Kyrillisch können, sollen wir das nicht außen vor lassen. Auch da habe ich ja noch gewählt. Ja, was sage ich zu den Wahlen? Also wie gesagt, Kopf an Kopf natürlich in Schleswig-Holstein und mit einer Möglichkeit, so ein bisschen dänischen Einfluss reinzubekommen. Ja. Ich weiß nicht, das werden natürlich alle Raucher begrüßen, dass die Dänen da mehr das Sagen haben, denn Margrethe ist ja eine kräftige Raucherin vor dem Herrn, die dänische Königin. Genau. Was Frankreich angeht, da muss sich natürlich jetzt unsere Angela ein bisschen umgewöhnen, da wird es nicht mehr mit Bussi links und Bussi rechts sein. Das wird sich ja wahrscheinlich da ändern. Stichwort Griechenland. Ich habe mich gerade mit meiner Frau darüber unterhalten. Die ist Griechin. Die befürchtet, dass jetzt tatsächlich Neofaschisten zum ersten Mal ins Parlament reinkommen. Das findet sie gar nicht gut, weil eben die Splitterparteien links und rechts des Randes jetzt gestärkt werden und die großen Parteien abgestraft werden für den Sparkurs, der nochmal aber leider notwendig ist. Nicht? Aber man kann eben nicht nur sparen. Man muss eben auch dafür sorgen, dass wieder aufgebaut wird, dass investiert wird. Was Griechenland fehlt, ist so eine Art Marshallplan. Und vielleicht könnte es ja irgendwie so einen Merkel-Plan mal geben, dass man Griechenland aufbaut und dann können auch die demokratischen Parteien wieder gefestigt und gestärkt in die nächsten Wahlen dann gehen. Ja, vielen Dank, Uli Zelle. Zum Thema Neofaschisten weise ich nochmal ganz kurz darauf hin, am Donnerstag 22 Uhr ZDF Neo Paradise mit Klaas Häufer Umlauf. Ja, absolut. Und kommt deine Sendung eigentlich auch noch oder habt ihr die mittlerweile wieder irgendwie... Gibt's die noch? Die ist abgesetzt worden. Dieses Rouge und Dönermann, gibt's das noch? Ne, das ist, wir sind in der Sommerpause. Klaas, merkst du doch. Wir sind im Urlaub. Guck mal aus dem Fenster, die haben dich verarscht. Meine Herren, ansonsten empfehle ich immer das RBB-Fernsehprogramm, die Abendschau. Ja. Mit rund 30% Marktanteil, da sind Sie immer auf der sicheren Seite, wenn Sie was über Berlin wissen wollen. In diesem Sinne. Es war total schön, dass du doch nochmal angerufen hast und wir freuen uns wirklich sehr, dass das geklappt hat. Ja, wir sehen uns oder hören uns vielleicht in zwei Wochen, wenn du magst. Wenn du Zeit hast. Auch ich versuche es einzurichten, ja? Das würde uns total freuen. Tschüss. Immer auf eurer Seite. Tschüss. 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 Uli Zelle war das. Ja, das waren zwei alte Hasen, die von früher erzählt haben. Am Mikrofon saß mir gegenüber 10 Zentimeter von mir entfernt. Klaas Häufer Umlauf. Du siehst gut aus heute, Klaas. Ja, du, also das kann ich von dir nicht behaupten, aber es freut mich trotzdem, dass wir hier zusammen eine Sendung gemacht haben. Lass dich mal drücken, komm mal Sag mal, ey, hallo. Was? Ja, die Zunge im Ohr ist vielleicht nicht unbedingt so angebracht unter Arbeitskollegen. Klaas, die Sendung kann man sich übrigens als Podcast runterladen. Bei iTunes oder was? Darf man glaube ich nicht sagen. Man kann die als Podcast runterladen. Weißt du, was man auch nicht sagen darf? Weißt du, wo ich Dienstag bin? Da bin ich in einem Freizeitpark, aber ich möchte den Namen nicht verraten wegen öffentlich-rechtlich, aber es klingt so ähnlich wie Scheidepark Drecksau. Oh. Du. Phantasialand? Ja, genau. Da sind wir. In diesem Sinne, haben Sie noch einen schönen Sonntag, liebe Radio 1-Hörer. Und nicht vergessen, Niveau, das sind die anderen. Bis in zwei Wochen. Nächste Woche übrigens hier, wie heißt nochmal dieser lange Schlagsige und dieser Furcht, dieser... Wir hassen Uli Schulz. Wir hassen Uli Schulz. Ach. So. Klaas, und bevor jetzt Musik kommt, habe ich letztens rausgefunden, wenn man sich hier anfasst, da wo ich dich jetzt gerade anfasse, sag mal, dann macht das ganz komische Gefühle. Merkst du? Das ist wie Kratzen so ähnlich. Stefan, spiel mal was Romantisches. Bis in zwei Wochen. Ciao. Okay, tschüss, Janni. Fühlt sich gut an, oder? Guck mal hier, wenn man hier drückt. Aua. Tut doch weh. Ja, komm, wenn man hier dran zieht. Lass mal, ich hab einen Wanderhund, bitte lass mal.